Mein Name ist Gudrun Rademacher. Im Alter von 8 Jahren habe ich mit dem Akkordeonspiel begonnen und an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover Akkordeon studiert. Das Akkordeon ist mit seinen 200 Jahren ein recht junges Tasteninstrument. Sein Herzstück ist der Balg, der mit Luft für die Tonerzeugung im Instrument sorgt. Mit Hilfe des Balges gestalte ich die Töne des Akkordeons. Wie die Kirchenorgel hat das Akkordeon mehrere Manuale, nämlich 3. Das erste Manual wird mit der rechten Hand gespielt und heißt Diskant. Der Bass hat 2 Manuale. Zum einen das Einzeltonmanual, das mit dem Diskant zusammen dann dem Tonumfang eines Klaviers sehr nahe kommt. Der Diskant und das Einzeltonmanual klingen zusammen dann so. Andere Manual im Bass ist das Standard-Bass-Manual, das für die Begleitung von Melodien zuständig ist. Es spielt im Akkord. Der Diskant und das Standard-Bass-Manual klingen zusammen dann so. Das Akkordeon als Solo- und Kammermusikinstrument ist auf der ganzen Welt zu Hause und in der Kunstmusik, in der Volksmusik, Popularmusik sowie im Tango und Jazz verbreitet. Das Akkordeon ist ein sehr vielseitiges Instrument und für Kinder ab 6 Jahre zum Anfangen geeignet. Hierfür gibt es kindgerechte Instrumente. Herzlich willkommen!